Das struggle ich auch immer. Wie ist denn der Plural? Servus Leute und willkommen zurück. Heute der nächste Teil vom Community Kopfbau. Wir gucken uns die nächsten Videos an, die ihr eingesendet habt. Bevor wir aber anfangen und uns das Video angucken, nochmal der Shout an euch. Wenn ihr euer Video auch hier sehen wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr die komplette Anleitung, die paar Regeln, die es gibt, um mitzumachen, die E-Mail-Adresse, an die ihr das Ganze schicken müsst und so weiter. Also wenn ihr auch Bock habt, dass ich mir euren Kopfbau hier angucke, gerne an die E-Mail unten eine schöne Nachricht schreiben und dann landet vielleicht auch euer Kopfbau hier im Video. Und ich würde sagen, wir starten noch direkt mit dem ersten. Das erste Video, das wir uns hier angucken, Qualität auf den ersten Blick schon mal sehr nice. Wir sehen schon Noblaco und den Almasiva Blaulicht. Erst umrühren, ganz wichtiger erster Schritt. Die Bolasse schön verteilen. Und dann gibt es den Almasiva Blaulicht. Einfach, oh, dieser Schnitt und die Feuchtigkeit. Pfannenloch zuhalten, von der Gabel ganz locker, flockig in den Kopf hinein. So muss es sein. Oh, da ist aber jemand nervös, oder? Da ist ein bisschen Gezitter am Start hier. Okay, gar nicht so viel Tabak. Ich hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr Tabak genommen, muss ich sagen. Aber wenn man auf Noppenkontakt, schön fluffig auf Noppenkontakt rauchen will, geht das auf jeden Fall klar. Es wird ganz leichtes Noppenkontakt-Setup, so wie das jetzt aussieht von der Seite. Na, obwohl, doch, das wird schon ein guter Noppenkontakt sein, auf jeden Fall. Ne, schön verteilen. Ja, doch, der ist schon, ja doch, ist voller, als ich dachte von oben. Ja, also angenehmes Noppenkontakt-Setup auf jeden Fall. Schön fluffig gebaut, finde ich sehr nice. Man sieht leider sehr oft, dass Leute zu krass andrücken im Funnel, weil sie irgendwie denken, sie müssen da einfach so eine Rille an Tabak reindrücken. Oh, das Ganze mit Alufolie, mal nicht mit dem Lotus-Aufsatz. Schön gespannt, nochmal über den Rand gegangen, um das Ganze abzudichten und nachzuspannen. Zwei Reihen schön weit außen, sieht auf jeden Fall sehr geil. Oh, schönes Outdoor-Köpfchen jetzt. Ja, mit Kameraschwenken, also sogar Übergänge am Start hier. Und SWG-Video läuft. Und die Pfeife im Hintergrund, sehr, sehr geiles Ding. Sehr, sehr geil. So, jetzt sind wir noch auf die Rauchentwicklung gespannt. Von dem, was da aus der Pfeife rauskommt, sieht das auf jeden Fall schon mal geil aus. Blow-off ist auf jeden Fall am Start, zumindest bei zwei von drei Anschlüssen. Ja, Rauchentwicklung, ja, man sieht schon fast gar nicht mehr die Rauchentwicklung, weil es so gut raucht. Sieht aber auf jeden Fall nice aus. Und schön auch ein bisschen was mit der Kamera gemacht. Also, sehr nices erstes Video. Respekt, Digga. War guter Kopfbau, gute Pfeife, schöne Location, schön gefilmt, alles tipptopp. Wir gucken mal rein. Risk Pain hat sein Kopfbau-Video reingeschickt. Hier ist mein Kopfbau für dich. Ich hatte vor, den Noblaco M X-Home Edition zu nehmen. Der hat sich leider verabschiedet. Oh shit. Deswegen habe ich mich gerade umentschieden. Ich werde nicht mit Noblaco M bauen, sondern okay. Der Funnel von KS. Ah, der KS Funnel. Weil ich gerade auch dein Video gesehen habe. Ah, nice. Das Video hat der Kollege da auch mit KS gebaut. Da dachte ich mir so, okay, ich mach's auch. ja, sehen wir was anderes als Noblaco. Kokain Green Crack, das ist Limette, Zitrone und Kubanische Münze mit Black K-Mind. Ja. Wir sehen mal einen Tabakmix. Hatten wir noch gar nicht so viele von, aber sehr nice. So, das ist hier der Kokain Green Crack. Das Tabak an sich mag ich generell nicht, das ist nicht viel zu sauer. Echt? Ich lag einfach in der Schublade rum, habe ich mir gesagt. Okay, komm. Den musst du irgendwann mal rauchen. Krass, also ich feiere ja gerade das. Ich feiere gerade das Saure an dem Tabak. Er ist halt schon verdammt feucht, der Hukain, ne? Aber gut, dass er dann im Funnel baut. Aber der Fumnel, ja, KS Fumnel heißt der. Das. Auf die Kamera halte. Ja, ja, ich kenne den Struggle. Sonst kann ich das komplett neu aufnehmen. Ein bisschen mit den Fingern nachjustieren. Scheint schon wirklich sehr tabaksparend zu sein. Das werde ich dann mit Alufolie bauen. Okay, mit Alu. Ja, okay, da geht noch ein bisschen Adalia Kane Mint aus der Black Edition mit rein. Genau, da mal mit dem Zebra über den Rand gehen. So, ich glaube, er verteilt noch ein kleines bisschen.
Also ich hätte tatsächlich, ich hoffe, er zeigt es nochmal. Von so einem ich hätte nicht. Tatsächlich hier das noch ein bisschen in die Mitte geholt und geguckt, dass hier sowas nicht noch auf dem Rand liegt. Aber es sind wieder Kleinigkeiten. Also das, das und das hätte ich noch ein bisschen ins Depot gestrichen. Und hier und hier und ja, vielleicht hier hätte ich auch noch ein bisschen ins Depot gestrichen. Aber auf jeden Fall Kleinigkeiten. Wenn er da jetzt gut die Alu drüber spannt und eine gute Lochung hat, sollte das auf jeden Fall so laufen. Ich habe nur eine Panzerrolle, weil ich eigentlich nur Blocker M rauche. Deswegen schneide ich mir hier ab. Ganz wichtig, eine Lage Panzer-Alu, nicht Haushalts-Alu, Leute. Panzer-Alu, und viel, viel geiler. Lochpixer verloren, deswegen habe ich mir gerade einen Schaschlik-Spieße vorbereitet. Ja, die Noten macht erfinderisch. So, eigentlich erstmal kurz vorspannen. Gucken, wie er es macht. Nicht oben drauf drücken, sondern an den Seiten. Da kann die Tanja auch ein Lied von singen. Ja, gut. Erstmal vorgespannt. Jetzt die Lochung. Okay, schade, aber wir sehen leider die Lochung nicht ganz. Ah, die sind echt klein, aber wenigstens trotzdem nur zwei Reihen außenrum. Ja, sind das jetzt noch Löcher oder sind das Abdrücke? Da hat er nochmal kleine Löcher in die Mitte gemacht. Das hätte nicht sein müssen. Also die Löcher außenrum sind gut, aber was das hier noch für Abdrücke sind? Jetzt. So, jetzt war schon meine Pfeife. Ich werde rauchen. So, jetzt sind wir noch die Pfeifensammlung. WD. Nice. Selbe WD habe ich auch. Absolut solide. Keine Ahnung. 2-4, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ja, ey. Die Namen bei WD. Also wer da durchblickt, Respekt, Leute. Ich blick da nicht durch. Seit einem Jahr habe ich jetzt die Tabakdosen, die mir am besten gefallen haben. Oder beziehungsweise die Tabakdosen, okay, die ich geraucht habe. Habe ich angefangen zu sammeln. Daraus ist das entstanden. Oh, okay. Nice. Ganz recht. Viel X-Racher, viel Adalia, viel Aquamenta, 187, Somo und links immer noch ein bisschen True Passion und Oath. Also in einem Jahr, mua, Respekt, Digga. Wir sehen auf jeden Fall ein paar Cucumber. Bei Somo hat er sich einmal wild durchprobiert. Bei X-Racher ganz viel von dem. Ich sehe jetzt leider nicht, welcher das ist. Welcher war denn der hellblaue von X-Racher? IC-Bomb von X-Racher ist das. Sein Favorit anscheinend. Von mir. IC-Bomb. Das süße Menthol, glaube ich. Absolut. Wird nicht mehr produziert. Kriegst du nicht mehr. Aber das war mein Favorit jetzt. Von dem alten Tabak, den ich bisher geraucht habe. Oh krass, das alte Cobra-Mundstück. So, verrückt. Ich habe nichts angeraucht. Ich rauche gerade seit 10, 15 Minuten. Hab auf jeden Fall schon gut viel Rauch im Zimmer. Aber Rauchentwicklung geht absolut klar. Also, ich muss ehrlich sagen, schmeckt gar nicht so übel. Ich habe die Kombi jetzt zum ersten Mal ausprobiert. Rauchentwicklung ist ganz okay. Ich weiß nicht, feiert ihr das Mundstück? Ich fand es früher irgendwie ganz nice, aber wenn ich es heute sehe, ist es irgendwie cringe. Aber früher fand ich es sehr geil. Ich weiß mal, als es rausgekommen ist, das war so ein Hype um dieses Mundstück, ey. Ja, aber sehr nice Video. Ja, auf jeden Fall. So, wir hatten ja letztens von Nick schon das Video, wo er ein sehr, sehr fragwürdiges Setup gebaut hat, aber es war natürlich ein Joke. Und jetzt kommen wir zum richtigen Videos. Und diesmal gucken wir uns an vom Nick, wie er ein gescheites Köpfchen baut. Moin. Hello again. Willkommen zu einem erneuten Video. Heute will ich euch mal den sehr leise tatsächlich perfekten Kopfbau vorstellen. Wie gesagt, es gibt keinen perfekten Kopfbau für jedermann. Ich stelle euch jetzt die perfekten zwei Kopf. Das struggle ich auch immer. Wie ist denn der Plural? Kopfbauten? Regie, was würden Sie sagen als Grammatikexpertin? Ja, Bauten eigentlich. Kopfbauten, ne? Ja. Da sind wir uns ja einig. Bauarten vor, ja, mit denen ich gerne rauche. Einmal gibt es hier die Pfanne für eine Smokebox, einmal den Oblaco M unradiert und den Hukain Sevilla Pfanne, den habe ich damals gewonnen, den gibt es leider nicht zu kaufen. Oder den, ja, einen alten Hukain Pfanne, bisschen wie der 80 Feet 80. Bisschen, kleines bisschen. John, nur ich würde sagen, ein bisschen flacher noch.
Oder ein Panel von offenen Verein, den ich auf einer Schnitzeljagd gefunden habe. Den gibt es so leider auch nicht zu kaufen. Ist krass. Quasi so das Vormodell vom, von der Drip Oil, genau. Und ich würde sagen, jetzt gibt es erstmal eine billige Transition und dann zeige ich euch den Kopfbau. So, da sind wir auch schon wieder. Ich zeige euch jetzt mal den Kopfbau im Oblaco. Ne? Ist natürlich relativ ähnlich wie zu der Bowl hier. Mhm. Und dann zeige ich euch gleich noch den Kopfbau in einem Alufolienkopf, nenne ich den mal so. Okay, nice. Also sehen wir wohl. Center Shocks. Also sehen wir wohl einmal Funnel HMD, einmal Funnel Alu. Finde ich geil. Finde ich gut, auch gut, dass er beides reingepackt hat. Wird gleich auch noch ein paar, werden gleich noch ein paar Wörtchen zugesagt. Ist der neueste Tabak von Hukain. Genau, ich habe hier so einen Werkbundstecher. Mhm. Und eine Werkbundgabel. Die nehme ich ganz gerne zum Bauen. Die Gabel eher zum Bauen von breiteren Funnels. Für Alufolienköpfe eher den Stecher. Und genau, ich nehme dann immer den Funnel so. Streiche das quasi rein. Erstmal von der Gabel einfach erstmal ins Depot. Ich würde sagen, das ist erstmal relativ gut. Ist jetzt noch relativ fluffig. So, so würde ich den hier jetzt bauen. Ja, ganz knapp quasi bis zum Rand. Vielleicht einen Millimeter Abstand. An sich gut gebaut, sieht aber ein bisschen gepresst aus. Also ich würde vielleicht noch ein bisschen fluffiger bauen so. Könnte mir gut vorstellen, dass wenn er den jetzt so raucht, der Rest unten in der Mitte nicht so gut verbraucht werden kann. So aber echt kein schlechter Kopfbau. Ganz gut für Noppenkontakt, vor allem weil ich mit der Amy Smokebox rauche. Das heißt, die hat ein paar kleinere Noppen. Stimmt, die sind auf jeden Fall flacher und kleiner, die Noppen von der Smokebox. Wenn ihr zum Beispiel einen Lotus habt, könnt ihr natürlich auch ein bisschen flacher bauen. Natürlich noch den Rand sauber machen, aber das mache ich jetzt nicht, denn ich baue mir jetzt ein Köpfchen hier drin. Und das zeige ich jetzt auch mal. Um den Kopf zu bauen, nehme ich mir wieder den Stecher. Bei den Funnel muss ich dazu sagen, ich finde die nicht so nice. Ich habe mit denen ein Riesenproblem und das Funnelloch ist so groß, dass ihr hier ein super schmales, aber tiefes Depot habt. Und mein Problem damit ist, diesen unteren Teil vom Tabak, den werdet ihr kaum verbraucht bekommen. Deswegen rauche ich zum Beispiel mein Must-Have auch hier in dem Mahalla, weil der eben so ein flaches Depot hat. Ja? Finde ich tausendmal besser. Wenn ihr mit Alufolie rauchen wollt, holt euch lieber einen Hooker John 80 Feet 80 oder sowas. Finde ich wirklich besser. Und streicht den quasi zärtlich ins Köpfchen. Ja, auch schön fluffig. In dem Kopf mag ich es. Guck mal, und wir sehen da schon, wie krass schmal dieses Depot ist. Und das mag ich einfach gar nicht. Gerne noch ein bisschen, noch ein ganz klein bisschen anzudrücken am Ende. Ja, also nicht wirklich drücken, sondern einfach zurechtlegen. Quasi kurz bis unter den Rand das Ganze zu verteilen. Boah, der sieht aber auch gerade wieder hässlich aus. Ne? Hier ist ein kleiner Stängel. Stängel kann man wegmachen, gerade in so einem schmalen, kleinen Depot. Kann das ein bisschen nervig sein, aber an sich sind die nicht störend. Den Rand habe ich jetzt nochmal schön. Ja, da ist aber doch ein bisschen nach unten gedrückt worden. Also da ist doch ein bisschen Abstand. Abgewischt, habe das Ganze ein bisschen verteilt, ja. Sieht auch aus, als wäre auf der Seite, die jetzt hinten ist, also hier, weniger Tabak als auf dieser Seite. Aber vielleicht sieht das auch nur so, ne, in der Kamera aus praktisch. Ist relativ wenig drin, also hält sich in Grenzen, der umfasst jetzt nicht so viel, aber ich will auch nicht so ein langes Ründchen haben. Dann nehme ich mir ein Stückchen Panzeralu, spann das schön drüber, nehme mir meinen Stecher wieder zu. Genau, erst vorspannen. Ups. Und gehe so vor, dass ich die Löcher quasi immer gegenüberliegend mache. Jetzt kommt die Speziallochung. Ich mag das ganz gerne, wenn mein Kopf zumindest so ein bisschen Struktur hat. Ein bisschen Ästhetik. Gelingt natürlich nicht immer. Aber man kann es ja versuchen, ne? Ja, kann man so machen, aber im Grunde ist halt Optik. Also wenn es euch happy macht, dann locht ruhig so. Einen Vorteil habt ihr dadurch jetzt nicht, ne? Zumindest wenn ihr halbwegs anständig locht. So, dann. Und RIP. Wer zerreißt denn Panzeralu, Alter? Passiert.
So viel dazu. Passiert. Beim zweiten Mal habe ich es tatsächlich geschafft. Ich habe mich auch wieder eingekriegt. Ja. So sieht das Ganze dann aus. Schön gespannt. Und ich würde sagen, wir schalten mal wieder in die andere Perspektive. Ich mache jetzt mal Kühlchen an und dann sehen wir, wie das Ganze raus. Mach mal Kühlchen an. Köpfchen ist an. Ah, nice, okay. Er hat den wenigstens mit Apple on Top gemacht. Mag ich sehr gerne, wenn ich einen Funnel habe, auf den guten Apple on Top passt, rauche ich auch sehr gerne. Also wenn Alu, dann gerne Apple on Top, aber eigentlich lieber Smokebox. Ich würde sagen, wir gehen erstmal noch mal kurz auf den Tabak ein. Und dann probiere ich mal, ob der denn schon läuft. So. OVP sieht so aus, ja. Wie gesagt, der Hukain Center Shocks. Ich glaube, vor 2-3 Tagen auf den Markt gekommen. Meine Dosis tatsächlich, ich weiß nicht, ob man sieht, schon nee. Gut leer. Also ja, doch. Laster noch eine Menge erkennt man. Drin sein. Das riecht legit wie eine Mischung aus Lemon Siaga und Green Lean. Ja, ja, ja. Plus eine saure Note. Eine noch saurere also, Note. Also, ne? Einfach Zitrone, Limette und was schön Saures. Ich finde, das riecht gar nicht wirklich nach Center Shock, sondern eher nach diesen sauren Gummibärchen einfach. Und dann kommen wir mal zum Rauch und zum Geschmack. Ich hoffe mal, das läuft schon einigermaßen. Ja, das geht auf jeden Fall klar. Also Rauch, vollkommen in Ordnung. Hukain-typisch, super. Da kommen eins noch die kleinen Wölkchen. Die meisten Hersteller machen vom Rauch her mittlerweile nicht mehr viel. Ja, stimmt schon. Also was wir mittlerweile an Tabakqualität haben, ist schon, sind wir schon sehr, sehr verwöhnt in Deutschland. Es gibt sehr viele gute Tabakhersteller bei uns. Klar, es gibt immer ein paar, die sind noch ein Ticken besser und ein paar, die sind ein bisschen weniger gut. Aber was so den Median angeht, an Tabakqualität in Deutschland, sind wir schon echt gut dabei, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, alles in allem. Natürlich ist das Ganze mit dem Kopfbau ein bisschen pauschalisiert. Ich habe euch jetzt die zwei Kopfbauarten gezeigt, die ich am liebsten mag. Einmal mit Smokebox, einmal mit Alufolie. Und Apple on top. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Funnel. Es gibt Mehrlochköpfe, die sind auch gut. Ja, natürlich, ich rauche ungern mit einem Tonkopf. Aber von Funnel zu Funnel variiert das Ganze natürlich nochmal ein bisschen. Nicht ohne Grund gibt es so viele auf dem Markt, ne? Wenn man quasi einen Funnel-Kopfbau beherrscht, macht man beim anderen Funnel meistens auch nicht mehr so viel falsch. Natürlich muss man erstmal gucken, ne, wie verhält sich der Funnel, wie muss ich damit der Hitze umgehen. Aber grob gesagt kann man eigentlich mit dem Kopfbau gut rauchen. Also mache ich schon lange so und ich bin immer zufrieden. Wie gesagt, ist jetzt nicht meine Lieblingsform an Funnel. Ich hätte da definitiv lieber den Oblaco mit der Smokebox genommen. Aber ihr seht es ja, das Ergebnis ist auch so gut, ne? Ich würde sagen, das war's für das Video. Wird noch einiges auf dem Kanal hier kommen. Ja, ich versuche jetzt ins Zeug zu legen. Steigt da jemand ein ins Shisha-YouTube-Game? Keine Ahnung, täglich, jeden zweiten Tag irgendwas rauszubringen. Täglich? Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Also Leute, das war auch nochmal der richtige Kopfbau vom Nick. Das soll es auch wieder gewesen sein für diesen Teil vom Community-Kopfbau. Wenn ihr den nächsten Teil nicht verpassen wollt, gerne noch ein Abo dalassen, gerne die Glocke anmachen oder gerne noch einen Daumen nach oben auf das Video raushauen, damit ich sehe, dass euch die Reihe gefällt. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Community-Kopfbau. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.